Der portugiesische Handballnationaltorhüter Alfredo Quintana ist im Alter von nur 32 Jahren verstarb. Portugals Handballnationaltorhüter Alfredo Quintana. Imago Images. Der Profi des FC Porto hatte im Training einen Herzinfarkt erlitten und war am Montag ins Krankenhaus gebracht. Am Freitag gab der Club den Tod des Keepers bekannt. Quintana war bei der Weltmeisterschaft in Ägypten im Januar noch im Einsatz gewesen, in der heimischen Liga stand er am vergangenen Sonntag noch die Nachricht, die wir niemals mitteilen wollen. Unser lieber Alfredo Quintana hat uns heute verlassen, ließ der FC Porto, Champions League-Gegner der SG Flensburg handelt, auf Twitter verlauten, du wirst für immer als einer von uns in Erinnerung bleiben. Ein wahrer Drache. Ruhe in Frieden, ewiger Quintana. Der 2,01 Meter große Torhüter war in Havanna auf Kuba geboren, hatte 2014 aber die portugiesische Staatsbürgerschaft angenommen. Quintana war ein großer Rückhalt für die Nationalmannschaft Portugals und ein Hauptgrund für den Aufschwung der Auswahl bei den vergangenen